welches Sternzeichen passt zu wem? Und damit grüße ich euch alle ganz herzlich. Immer wieder werde ich gefragt, ob der Partner, der Zukünftige oder die Zukünftige dann auch zu einem passt. Also, du willst wissen, welches Sternzeichen zu dir passt? Ich werde euch allen diese Frage beantworten. In den nächsten Tagen wirst du in Kurzform mit einer kleinen Vorschau auf das kommende Sonnenjahr erfahren und wir beginnen mit dem ersten Sternzeichen, dem Wassermann. Der Wassermann ist dem Element Luft zugeordnet. Er ist Individualist und liebt die Freiheit. Darauf muss sich ein Partner einstellen. Wassermann und Wassermann passen sehr gut zusammen. Sie sind sich gegenüber sehr verständnisvoll. Auch die Luftzeichen Zwillinge und Waage passen gut zu ihm. Der Wassermann fühlt sich zum Fisch spirituell sehr hingezogen. Den Schützen findet er spannend, wegen seiner auffälligen Lebensweise. Sie bilden eine gute Kombination. Was bringt ihm das Sonnenjahr? Der Wassermann kann die Geschenke vom Planeten Jupiter bis Oktober genießen. Das zweite Sternzeichen ist der Fisch. Die dem Wasser zugeordneten Fische schweben immer ein wenig über den Dingen. Sie sind spirituell und verträumt und ergänzen sich gut mit dem Stier und dem Steinbock. Ein wenig aber auch mit der Jungfrau, die ihnen für die Bodenständigkeit sehr gut tut. Es passen aber auch zum Fisch andere Fische, Krebs und der Skorpion. Doch aufgepasst! Kompliziert kann es werden, wenn er mit anderen Sternzeichen sich zusammentut. Denn dann geht er in die Gefahr hinein, dass er zu weich wird. Man kann auch sagen, dass er sich unterordnen lässt. Im Sonnenjahr erleben die Fische eine relativ ausgeglichene Zeit. Mal Erfolg im Beruf mit großer Energie, mal schöne Glücksmomente und die Liebe. Die Liebe wird 2017 stark präsent sein. Ihm geht es wie dem Löwen, denn er erlebt, dass andere Sternzeichen sich in sein Leben einmischen werden. Was er aber nicht dulden will, die Sterne bereichern ihn in seinen Lebensentscheidungen. Da stehen die Sterne an seiner Seite. Das nächste Sternzeichen ist der Widder. Der Widder, dem Element Feuer zugeordnet, ist energie- und temperamentvoll. Zu ihm passen am besten andere Feuerzeichen, also Widder, Löwe und Schütze. Ebenso aber auch die im Sternzeichen zugeordneten Luftzeichen wie Zwillinge, Waage und Wassermann. Diese sehen die Dinge des Lebens etwas lockerer. Die Venus zeigt sich im Sonnenjahr dem Widder von ihrer lieblichsten Seite. Viele Dinge, die er vorhat, werden gelingen. Ein gutes und positives Sonnenjahr steht ihm bevor. Das vierte Sternzeichen ist der Stier. Stiere sind der Erde zugeordnet. Sie sind Gewohnheitstiere und können manchmal sehr, sehr stur sein. Zu ihnen passen sanfte Partner, die sie aus ihrem Trott herausholen. Ideal sind dafür der Löwe, Wassermann und Skorpion. Es kann aber auch mit dem Stier und dem Fisch sehr harmonisch werden.
Das Sonnenjahr verspricht dem Stier, ein gutes Jahr zu werden. Zu Beginn des Jahres geben ihm die Sterne positive Energie für einen guten Einstieg. Vieles wird ihm gelingen, was er sich vornimmt. Der Zwilling ist das nächste Sternzeichen. Das Luftzeichen Zwilling ist bekannt für seine kommunikative Art. Leider sind sie auch ein wenig flatterhaft. Sie harmonisieren mit anderen Luftzeichen wie Zwillinge und Wassermann. Doch am besten kann der Zwilling mit der Waage. Das sechste Sternzeichen ist der Krebs. Krebse sind dem Element Wasser zugeordnet und absolute Familienmenschen. Sie sind sehr gefühlvoll. Zu ihnen passen am besten Skorpione und Fische. Schwierigkeiten könnte es mit dem Feuerzeichen Löwe, Widder und Schütze geben. Trifft die Krebsfrau auf einen Löwemann, sollte dieser darauf achten, dass er ihr genügend Raum gibt. Das Sonnenjahr meint es dank Venus mit dem harmoniesüchtigen Krebs Anfang des Jahres besonders gut. So, meine Lieben, das waren die ersten sechs Sternzeichen. Die letzten sechs Folgen, wo es mit dem Löwen weitergeht. Hört euch auch diese sechs letzten Sternzeichen an. Bis dahin, herzlichst, eure Dirja.